Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Xiaomi Mix Serie ist nicht nur in Asien sehr beliebt, sondern auch hier in Europa. Und ja, leider hat es noch nie ein Gerät der Mix Serie nach Deutschland oder halt nach Europa geschafft. Aber dank Trading Shenzhen liegt das Xiaomi Mix 4 hier vor mir. Ich schildere euch in diesem Video meine ersten Eindrücke. Wir schauen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, Xiaomi Mix 4, das Xiaomi Mi Mix 4, das Mi haben sie gestrichen im Namen. Damit muss man jetzt leben und auch wir YouTuber müssen uns erstmal daran gewöhnen, aber das kriegen wir schon hin. Die Verpackung selbst, schön schwarz gehalten, goldene Schrift, wie gesagt hier oben das Logo und sonst sehen wir es eher sehr schlicht gehalten. Hier steht nochmal Xiaomi Mix 4, also da ist der neue, sag ich mal, neue Namen dann doch nochmal drauf und hier auf der Seite auch, aber das war's auch schon. Wir ziehen jetzt mal hier die Verpackung hoch und schauen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Da haben wir als erstes den Kontrollzettel von Trading Shenzhen. Das Gerät wird natürlich auf den Kopf gestellt und es wird alles geprüft, bevor es an euch rausgeht. Ja, dann ist es natürlich nicht mehr original verpackt, aber Trading Shenzhen geht natürlich auch hin, wie immer, und installiert euch den Play Store nach. Dann haben wir hier ein kleiner Papiertray. Da dürfte ja irgendwas draufstehen wie schön, dass du das Mix 4 gekauft hast oder was auch immer auf Chinesisch, und sonst haben wir hier nichts. Dann haben wir auch gleich das Smartphone oben auf. Legen wir erstmal auf Seite und schauen den weiteren Lieferumfang uns noch genauer an. Und mit was fangen wir an? Hier ist so ein kleiner Schnippel zum Hochheben. Also fangen wir mit dem Case an. Und da dürfte wie gewohnt so ein durchsichtiges Case, Silikoncase drin sein. Jawohl. Und die üblichen, ja, Papiersachen. Aber bei der Importversion ist das natürlich nicht so viel wie jetzt, sage ich mal, wenn das Gerät in Deutschland auf den Markt käme. Legen wir auf Seite und hier die Hülle, wie gesagt, Silikon, und ja, die Cutouts, die stimmen natürlich heutzutage sowieso immer auch rüber auf die Seite. Machen wir weiter mit dem USB-C-Kabel. Ich nehme es schon gleich vorweg, weil wer rechnet bei so einem Gerät, welches übrigens zwischen 757 Euro bis 877 Euro bei Trading Shenzhen zurzeit im Shop verfügbar ist. Da schaut doch gerne mal vorbei. Links findet ihr alle unten natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ist es auch USB-C auf USB-A? Ja, da war noch eine kleine Überraschung, aber wir haben USB-A auf USB-C. USB-C auf USB-C ist jetzt bei Xiaomi noch nicht angekommen, aber ich denke, das dauert auch nicht mehr lang. Dann werden sie das auch tun. Ja, und der Adapter, richtig schwer, und der ist was Besonderes. Da haben wir 120 Watt Ladeleistung, also das ist schon richtig krass. Hier chinesischer Stecker, aber keine Angst, Trading Shenzhen liefert euch natürlich immer so einen Reiseadapter mit. Damit könnt ihr dann auch die 120 Watt dann auch laden und dann habt ihr die volle Geschwindigkeit. Ja, 120 Watt, 4500 mAh stark ist der Akku. Mit dem Netzteil dürfte der in so circa 20 Minuten voll sein. Und ihr könnt das Gerät, wenn wir gerade bei Akkus sind, natürlich auch wireless laden. 50 Watt wireless und 10 Watt sogar Reverse Wireless Charging. Also da ist das Gerät wirklich toll ausgestattet. Das war's, was im Lieferumfang enthalten ist. Und jetzt kommen wir dann doch zum Gerät und wir packen es jetzt mal aus. Ich bin wirklich gespannt. Und ich sehe jetzt schon Fingerabdrücke vom Vortester, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil ja, meine Fingerabdrücke nehmen das natürlich auch an. Auf der Rückseite Keramik, nicht Glas. Es gibt eine weiße Version und eine grau-schwarze Version, also schwarz, weiß und grau. Alle in Keramik, das soll auch ein ganz dünnes Handgefühl geben. Also es ist wirklich nicht dick, aber zu den Maßen kommen wir gleich. Der Kamerabump ist ganz anders als klein oder dünn. Der ist riesig. Jetzt nicht wie beim Mi 11 Ultra,
über die ganze Breite gezogen, sondern hier links in die Ecke. Ich hätte jetzt sogar fast gesagt, es würde sogar besser aussehen, man würde das bis rechts hier rüber ziehen. Ich kann es ja mal kurz neben dran halten. Ich habe das Mi 11 Ultra auch nochmal hier und da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch ein Vergleich zwischen der Mi 11 Ultra und dem Xiaomi Mix 4 interessieren würde. Dann würde ich da auch ein Video natürlich dazu machen. Das Ultra kommt wieder weg, weil heute geht es um das Mix 4. Hier nochmal Xiaomi Schriftzug und hier schon 108 Megapixel Kamera, aber dazu kommen wir wie gewohnt im Laufe des Videos nochmal. Die Keramikrückseite zieht sich hier auch zum Rahmen rüber, bis zum Display nach vorne. Also auch der Rahmen ist anscheinend aus Keramik, also ein Unibody-Gehäuse aus Keramik. Ich habe schon ein paar Fotos gesehen, wenn das Gerät euch zum Beispiel auf den Boden fällt, dann reißt das so richtig so entlang und springt nicht nur so ein bisschen an der Seite. Also dann immer hier Schutzhülle tragen oder wenn die nicht gefällt, natürlich gibt es da bestimmt auch ganz viele andere in der Auswahl. Ja, Knöpfe, die sind natürlich aus Metall. Hier der Powerknopf, der ist ja in einer schönen erreichbaren Höhe, lauter und leiser, Wippe natürlich ein bisschen zu hoch, wie immer. Hier oben haben wir noch stehen Sound bei Harman Kardon, also auch da baut Xiaomi doch auf die Soundexperten. Hier oben ist schon mal ein Lautsprecher und hier unten ist der zweite Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher. Bei so einem ja Top-Gerät ist das natürlich Standard, dass hier Stereo-Lautsprecher verbaut sind. Wir haben einen Infrarotblaster und noch ein Mikrofon, ein erstes Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir nichts, da seht ihr gar nichts. Und unten, da haben wir, ich vermisse übrigens die SIM-Nadel mal wieder, da haben wir den SIM-Schacht für zweimal SIM-Karten und keine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Das ist wirklich ein bisschen schade, aber ihr habt die Auswahl zwischen 128, 256 oder 512 GB interner Speicher. Da müsst ihr euch entscheiden. Ich habe euch alle Geräte unten, wie gesagt, mal verlinkt. USB-C-Anschluss, Lade- und Datenkabel haben wir ja gesehen und ein weiteres Mikrofon und wie gesagt der zweite Lautsprecher. Ja, Maße des Geräts, da sind wir bei 75,3 auf 162,6 und es ist 8 mm dünn, also für ein Flaggschiffgerät ist es wirklich sehr, sehr dünn, aber auch hier der Kamerabump, ich würde sagen, das sind fast 3 mm, was der überschaut, da auch wie bei dem Mi 11 Ultra ganz schön weit hier beim Rausgucken. Ja, und hier 225 Gramm, auch kein Leichtgewicht. Alles, was für mich persönlich über 200 Gramm ist, ist doch schon relativ schwer und ich mag es eigentlich nicht so. Ja, auf der Front und dann schalten wir das auch direkt ein, ist ein AMOLED-Display. Ja, es ist Power drauf. 6,67 Zoll AMOLED, Full HD Plus Auflösung. Da haben viele die Nase gerümpft. 1080 x 2400 Pixel. Das hat aber einen Grund, zu dem kommen wir aber gleich. 395 ppi, das Format ist 20:9. Ihr seht, das Gerät ist schon eingerichtet, weil Dwelling Shenzhen halt auch den Play Store nachinstalliert. Wir haben 120 Hertz Bildwiederholungsrate und 480 Hertz Abtastrate. 800 Nitzel, ich habe es erstmal entsperrt, 800 Nitzel kann das Display werden. Da gibt es natürlich auch bessere Werte. HDR10 Plus zertifiziert, 10-Bit Farbtiefe, Dolby Vision, Gorilla Glass 7 Victus vorne als Schutz und ja, haben wir eine Punch-Hole. Ich wollte schon sagen, und eine Punch-Hole, nein, hier verbaut und deswegen auch in Anführungszeichen nur Full HD Plus Auflösung ist eine Unter-Display-Kamera. Eine Unter-Display-Frontkamera, muss ich natürlich jetzt so genau auch sagen. Also ihr seht hier oben keine Punch-Hole, das Display ist komplett in einem gehalten, in einem Guss. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, das kann ich gar nicht anders sagen. Und auch die Display-Ränder sind sehr schön dünn. Und hier haben wir, ich hätte jetzt fast gesagt eine Curve, aber es ist keine richtige Curve, es ist einfach eine größere Rundung. Eine Curve ist für mich dann doch noch extremer gerundet. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, glaube ich, von der Bedienung her. Ja, 120 Hertz, seht ihr auch die Bildwiederholungsrate. Und ja, ich wollte schon wieder sagen, in der Punch-Hole versteckt Xiaomi, nein, unter dem Display versteckt Xiaomi eine 20 Megapixel Frontkamera. Es ist ein Samsung-Sensor, mit dem ihr natürlich das Gerät auch per Gesichtserkennung auch entsperren könnt.
Aber wie gesagt, ihr seht hier nichts und die Technik ist schon auch wieder viel weiter. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo die Settings sehe. Es ist der Dark Mode drin. Ich möchte mal was Helles machen. Machen wir mal den normalen Modus. Und normalerweise sieht man hier oben irgendwie so kleine Pixel. Bei anderen Herstellern hat man das schon mal gesehen, aber ihr seht hier nichts. Ganz leicht. Ja, so ganz leicht, das seht ihr bestimmt nicht in der Kamera, kann man es erkennen, wo die Frontkamera sitzt, aber also wirklich sehr cool gemacht, das kann man so jetzt gar nicht anders sagen. Ja, wir waren bei Kameras und dann gehen wir wie gewohnt nochmal schnell auf die Rückseite und hier verbaut, das haben auch einige nicht verstanden, Xiaomi, ein 108 Megapixel Sensor, es dürfte der gleiche sein wie in dem Mi 11 von Xiaomi. Der 108 Megapixel Sensor ist von Samsung, dieser hat leider bei dem Mi 11, ich bin gespannt auf das Mix 4, dieser hat leider bei dem Mi 11 leichte Fokusprobleme gehabt, in der Hinsicht, dass nicht der Fokus nicht gesetzt werden konnte, sondern der Fokusring war sehr eng gehalten. Da war das Foto hier in der Mitte war es scharf und alles, was außen rum war, war dann nicht mehr so scharf. Und das war für mich persönlich war das ein bisschen klein. Ich bin gespannt. Ihr werdet viele Fotos auch sehen können auf Social Media bei mir. Ich blende euch hier was ein, da könnt ihr gerne folgen. Die zweite Kamera übrigens ist eine 13 Megapixel Ultra-Weitwinkel mit einer Blende von f2.2, 120 Grad Weitwinkel und da bin ich auch gespannt drauf, ob die 13 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Kamera irgendwie mithalten kann mit der Kamera aus dem Mi 11 Ultra. Wie gesagt, schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr einen Vergleich sehen wollt. Der dritte und letzte Sensor ist ein Telesensor, 8 Megapixel Periskop. Seht ihr wieder, es ist andersrum angeordnet. Damit ist ein fünffach optischer Zoom mit optischer Bildstabilisierung möglich, mit einer Blende von f4.1. Ja, das Kamerasetup gibt zum Beispiel 8K 30 FPS Videoaufnahmen her, 4K 60 FPS natürlich, die optische Bildstabilisierung, die ich erwähnt habe, elektronische Bildstabilisierung und der optische Zoom, wie gesagt, fünffach, dann Hybrid-Zoom, zehnfach, Laser-Autofokus, HDR, RAW-Format könnt ihr die Fotos auch abspeichern und natürlich ein Nachtmodus und, was man halt so kennt von Xiaomi. Was man auch kennt von Xiaomi ist MIUI 12.5, unten drunter natürlich Android 11, aber hier habt ihr die China-ROM, die natürlich auf Chinesisch, aber halt auch, dass es zum Glück auf Englisch nutzbar ist. Der Play Store, wie ihr hier seht, ist von Twenty Shenzhen nachinstalliert worden. Mittlerweile gibt es aber auch schon eine EU-ROM. Da könnt ihr mal schauen. Ich verlinke euch mein Flash-Video von dem Mi 11. Das habe ich geflasht mit einer EU-ROM und der Vorgang ist derselbe für das Mix 4. Ihr müsst halt nur den angepassten ROM für das Mix 4 nehmen und dann könnt ihr auch das Mix 4 auf eine EU-ROM mit deutscher Sprache und so weiter und tolle Verbesserungen auch nutzen. Ja, wir haben hier DRM-Info. Das zeige ich als mal noch ganz gern bei, ja, China importen. Ihr habt hier Weitwand Level 1. Das soll aber nicht unbedingt heißen, dass die Streaming-Dienste auch wirklich in HD laufen. Da bin ich ja auch ein bisschen auf die Nase gefallen. Ich habe ja auch das Xiaomi Pad 5 Pro. Verlinke ich euch auch hier oben das Video. Dieses Tablet hat auch Weitwand Level 1, aber leider haben die Streaming-Dienste das Tablet noch nicht in ihre Liste aufgenommen und deswegen könnt ihr bisher nur in SD die Streaming-Dienste genießen. Ja, kommen wir zur Power und da verbaut Xiaomi wirklich das Neueste vom Neuesten, der Snapdragon 888 Plus, nicht der normale 888. Es ist ein Octa-Core mit 3 GHz Adreno 660 Grafikeinheit. Die Anpassung, also das Plus, hält sich wirklich in Grenzen. Da sind doch fast gleiche Werte zu erwarten. Ihr habt hier 8 oder 12 GB LPDDR5 RAM und wie erwähnt 128, 256 oder 512 GB UFS 3.1 interner Speicher, der leider wie gesagt nicht erweitert werden kann. AnTuTu Benchmark Punkte erreicht das Gerät 830.000. Ja, ihr könnt aber trotz, dass es ein Importgerät ist, natürlich 5G nutzen mit dem wichtigen Frequenzband N78 und
LTE, also 4G, ist für uns hier in Deutschland ja auch noch ziemlich wichtig. Da habt ihr die Bänder 8, 20 und 28, die hier ganz wichtig sind in Deutschland. Die hat das Gerät auch, also da habt ihr auch keine Einschränkungen. Dann WLAN 2,4 und 5 GHz natürlich und aber auch Wi-Fi 6, der neueste Standard. Bluetooth 5.2, NFC und 4500 mAh, habe ich schon gesagt. 50 Watt Wireless Charging, 120 Watt mit dem Adapter könnt ihr natürlich das Gerät laden und ihr könnt andere wireless-fähige Geräte, Reverse Wireless Charging mit diesem Gerät auch darstellen, also mit dem Mix 4 darstellen mit 10 Watt Geschwindigkeit. Und ihr habt auch noch den neuesten Standard UWB, das ist ein neuer Funkstandard. Ja, zum ersten Eindruck muss ich sagen, die Verarbeitung, das Keramik, das gefällt mir sehr gut, auch wenn es dadurch ein bisschen schwerer ist. Das ist mir aber jetzt eher dann jetzt zweitrangig. Wie gesagt, die Verarbeitung top, ihr habt keine Spaltmaße. Man kann es hier hinten nicht eindrücken, es klingt jetzt nicht wirklich so extrem hohl. Der Kamerabump ist natürlich Geschmackssache, das ist ganz klar. Aber ein grundsolides Gerät, würde ich sagen. Und ich bin gespannt auf meinen Test, das könnt ihr auch sein. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein zu dem Video, zu dem Xiaomi Mix 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!